Tempo momentan und da hat sich jetzt auch eine Gruppe gebildet mit einem Vorsprung von nur ein paar Sekunden, aber das steht hier für ein wirklich ganz gedrucktes Rennen bei dieser deutschen Meisterschaft. Und die Nürnberger will es hier nicht einfach so geschlagen gehen, möchte heute den Titel gewinnen, nachdem Lindsay Müller in den letzten Jahren erfolgreich war. Wir haben dort Charlotte Becker gesehen an erster Position, also die Frankfurterin ist die Kunde, die Nürnberger Versicherung macht dort das Tempo bei Lindsay. Charlotte Becker, die gerade die Gruppe wird gleich eingeholt werden. Claudia Hoster immer noch an der Spitze, die Siegerin der Tour de Haute. Dahinter haben wir dann Charlotte Becker und Judith Arndt. Und damit wird also diese Spitzengruppe in kurzer Zeit eingeholt. Elke Gebhardt haben wir dort gesehen, dann ebenfalls in der Spitzengruppe Tina Lieben. Noch wenige Meter zurück von der Spitzengruppe bei Hoster. Und Judith Arndt, die hat sich gelohnt. Da kommt Trixi Borg ins Ziel mit der Startnummer 11. Die Siegerin wird vorgenommen durch Herrn Rudolf Scharping, Präsident des Bundesdeutschen Radfahrer, Herrn Holger Rupprecht, Minister für Bildung, Jugend und Sport des Landes Brandenburg, durch Herrn Ralf Gründer, Vorsitzender des RK Endsport 09 Cottbus und durch den Oberbürgermeister der Stadt Cottbus, Frank Schimanski. Meine Damen und Herren, Platz Nummer 3 und damit die Bronzemedaille bei der Deutschen Meisterschaft der Frauenelite 2009 an die Weltmeisterin des Jahres 2005, Regina Schleicher. Regina Schleicher in Madrid 2005, Weltmeisterin. Heute also Bronzemedaille, eine weitere Medaille für Regina Schleicher aus Karbach in Italien, seit vielen, vielen Jahren zu Hause. Und sie bekommt heute die Bronzemedaille, die Blumen und den entsprechenden Pokal. Und von den Zuschauern nochmal einen Riesenapplaus für eine der erfolgreichsten deutschen Sportlerinnen, Regina Schleicher. Die Silbermedaille bei der Deutschen Meisterschaft, einmal mehr eine Fahrerin der Gibt Nürnberger Versicherungsgruppe. Platz Nummer 2, Silbermedaille, Marlin Jürgens. Ja.
Arlen Jürgend mit der Silbermedaille als Zweite dieser Deutschmeisterschaft im Sprint unterlegen, gebürtige Rostockerin. Von Erfolg, zwei Fahrerinnen auf dem Podest der Nürnberger Versicherungsgruppe. Und damit kommen wir zu einer der stärksten Sprinterinnen, erfolgreichsten Dame in diesem Jahr, den 13. Saisonsieg, Goldmedaille bei der Deutschen Meisterschaft für Ina Joko Teutenberg. Rudolf Scharping, der Präsident des Bundes Deutscher Radfahrer, überreicht das Trikot für die neue deutsche Meisterin. Ja, Gina, das passt schon. Goldmedaille für Ina Joko Teutenberg aus Mettmann. Also für die noch einen Tag, der 19. Saisonsieg bereits für Ina Joko Teutenberg vom Team Columbia High Road. Und da haben Sie noch einmal alle drei, Ina Joko Teutenberg, Marin Jürgen und Regina Schleicher. Geh mal links, halt dir den Hut. Ja, ich halte dir den Hut. Halt dich schneller hoch, Kinder. Die erste 3. Deutsche Meisterschaft in 2009, Frauen Elite.